Kurzfristige Dienstplanänderungen und kurzfristiges Einspringen für Kollegen. Ihr kennt diese Problematik und das werden wir ganz oft gefragt, wie man damit umgeht. Deswegen dieses Video. Bleibt dran, hört euch das mal an. Wir freuen uns natürlich am Ende über ein Abo und einen Daumen hoch. Ja, ihr kennt das. Der Chef kommt zu euch und ruft euch an. Du musst morgen für einen Kollegen einspringen. Außerdem hat nächste Woche jemand kurzfristig Urlaub. Irgendeiner muss zur Beerdigung. Ihr müsst einspringen. Wie geht ihr damit um? Müsst ihr das ständig akzeptieren? Nein, das müsst ihr nicht. Ihr werdet da ganz wenig zu im Internet finden, wenig googeln, wenig Rechtsprechung, wenig Texte zu finden. Ein paar Urteile gibt es und ich will euch da mal fit machen. Die meisten Gerichte gehen über das Teilzeit- und Befristungsgesetz, ursprünglich eigentlich ein anderer Charakter. Da geht es in § 12 nämlich um Arbeit auf Abruf und da heißt es im Gesetz, der Arbeitnehmer ist nur zur Arbeitsleistung verpflichtet, wenn ihm die Lage der Arbeitszeit mindestens 4 Tage im Voraus mitgeteilt wird, wobei der Ankündigungstag nicht mitzählt. Das heißt, vom Grundsatz her muss der Chef euch mindestens 4 Tage vorher sagen, dass sich der Dienstplan ändert. Besser natürlich, ihr wisst es schon vorher. Heißt, ihr müsst nicht kurzfristig von heute auf morgen einspringen. Dass ihr das mal machen könnt, ist klar. Da könnt ihr euch gut drauf berufen, auf diese Urteile. Ihr müsst nur aufpassen, ob es möglicherweise bei euch einen Tarifvertrag gibt, oder eine Betriebsvereinbarung, wo irgendwie was anders geregelt ist, dann wird das wahrscheinlich für euch gelten. Vom Grundsatz her könnt ihr aber mit gutem Gewissen sagen, nein, das mache ich diesmal nicht. Auch ich habe Anspruch darauf, mich auszuruhen oder euer Partner arbeitet. Ihr müsst auf die Kinder aufpassen, diese ganze Geschichte, ihr kennt das. Ihr müsst dann also in diesen Fällen, wenn ihr das berechtigt verweigert, auch nicht mit einer Abmahnung rechnen, nicht mit einer verhaltensbedingten Kündigung. Da kann nicht an so wenig passieren, wie ihr damit umgeht. Wenn der Chef sonst nett zu euch ist und das ist eine Ausnahmesituation, dann könnt ihr das natürlich auch mal machen, ist ganz klar. Aber vom Grundsatz her seid ihr da auf der rechtssicheren Seite, wenn ihr euch auf das Gesetz beruft. Ne? Ja, soviel zu dem Thema. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, weiter Videos von uns zu gucken, dann lasst uns gerne Daumen hoch da und mal, drückt die Abo-Glocke. Macht's gut!